Hallöchen und herzlich willkommen zurück in unserem zweiten Leben zu Let's Play Second Life. Ja, die Skybox ist fertig. Ich habe sie natürlich noch nicht online gestellt, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, dann wahrscheinlich schon nicht. Muss das gleich noch unbedingt nachholen. Die Fotos habe ich auf jeden Fall alle schon fertig bearbeitet. Und ja, was machen wir jetzt, habe ich mich natürlich gefragt. Und das habt ihr euch sicherlich, vielleicht der ein oder andere hat sich das auch gefragt. Und dann habe ich mir überlegt, dann machen wir doch mal irgendwie so ein Tattoo. Wir machen jetzt mal hier, knipsen jetzt mal das Licht an. Genau, wir machen mal ein Tattoo, so dass wir uns das dann irgendwie anziehen können. Und ich habe da schon mal vor längerer Zeit nämlich ein Bild rausgesucht und jetzt nehmen wir das doch einfach mal in Angriff. So, und dazu gehen wir mal ins Second Life Wiki. Und hier findet man sämtliche Templates, die man braucht zum Erstellen von irgendwelchen Dingen für den Avatar. Clothing Texture Templates. Das brauchen wir, denke ich. Ja. Und hier sind auch ein paar Tutorials dabei. Ich denke mal, das führt dann alles nach YouTube. Instruction to Creating Clothing. Wir schauen mal. Ah, nee, das ist auch schon richtig alt, das Ding. Aber es funktioniert nach wie vor über diesen Weg. Creating a Tattoo. Ey, das habe ich ja gar nicht gesehen. Hier. Genau, da ist es auch ganz gut beschrieben. Also wenn ihr im Wiki seid und der englischen Sprache ein bisschen mächtig seid, dann könnt ihr auch hier auf die Seite gehen und das dort nachlesen. So habe ich das damals auch gemacht. Ich glaube, das war sogar genau die gleiche Seite. Ey, dass sich das noch hält. So, genau, das hier braucht man, wenn man Meshes irgendwie erschaffen möchte. Da gibt es auch diese Applier dafür. Mit der Thematik habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Und das brauchen wir, denke ich, auch erstmal nicht. So, können wir das hier hinziehen? Ja. Dass ich das einmal. Huch. Dass ich das einmal hier entpacke. Extrahieren. Das landet natürlich mal auf dem anderen Bildschirm. So, und dann schauen wir doch mal da rein, was uns da erwartet. Ich weiß es ehrlich gesagt nämlich selber nicht. Eye-Template brauchen wir nicht, das Face-Template brauchen wir nicht, das Haare-Template auch nicht, das Lower brauchen wir und das Upper. Die beiden, genau, das ist. Nee, beziehungsweise wir brauchen sogar nur eins erstmal, weil ich möchte nämlich nur das auf dem Oberkörper machen, das Tattoo. So, da haben wir hier noch verschiedene Layer. Ach, das ist ja zum Beispiel, wenn man Textur. Klamotten erstellen möchte, dann kann man hier schon vordefinierte Falten mit verwenden. Genau. So, bei mir ist es hier ein bisschen schwierig. Meine Maus, die spinnt total rum. Wenn ich hier einmal klicke, klickt sie oft zweimal. Ah, das ist hier okay. Genau, dann schalten wir das doch mal ein. Die UV-Map, das sieht ganz gut aus. Und dann schalten wir hier oben mal was aus. Das, was haben wir hier noch? Overlay. Das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. So, genau, dann nehmen wir mal das. Aber eigentlich wäre es sogar besser. Das ist jetzt 512 mal 512, wenn ich mich nicht täusche. Na, wo ist denn? Hä? Der Befehl konnte nicht verwendet werden, weil die Ebene leer ist. Bildgröße Steuerung, Alt und I. Genau, 512 Pixel gibt es das auch in 1024. Ich glaube, hier der Robin Woods hatte da irgendwas im Angebot. Genau, hier. Dann nehmen wir doch da mal das Ding. Wir brauchen jetzt momentan nur das Top. Also Upper. Das ziehe ich mir mal hier kurz hin und dann schließen wir das nochmal und nehmen
Das 1024er. So, hier ist jetzt natürlich, hier ist jetzt natürlich das Problem. Hier haben wir jetzt nur eine Ebene. Das ist aber jetzt in dem Fall erstmal egal, weil wir ja nur ein kleines Tattoo erstellen möchten. Dazu nehme ich eine neue Ebene, die dann natürlich da drüber liegt, damit wir das nachher ausblenden können. Wir wollen ja nicht hier das ganze Streifenmuster mit als Tattoo da drauf haben, sondern wirklich nur hier unser Design, was wir natürlich selber erschafft haben, stundenlanger Kleinstarbeit gezeichnet haben. Das wollen wir darauf klatschen, rauf tätowieren auf unserem braun gebräunten Avatarkörper. So, dazu folgendes: Wir müssen natürlich jetzt das Weiße wegschneiden, weil wir ja nur das Schwarte hier da haben wollen. Dazu benutze ich den Zauberstab, markiere das alles und ziehe das dann weg oder lösche das dann, dass wir im Endeffekt wirklich nur noch jetzt den schönen Papierflieger haben. Und den setzen wir jetzt dahin, wo wir ihn gerne hinhaben möchten. Wo möchten wir den denn gerne hinhaben? Dazu können wir nochmal in Second Life gehen. Und was ist denn hier los? Hier ist irgendwie. Ach so, das liegt an den Haaren. Ich wollte gerade sagen, hier die Grafik ist ziemlich schlecht. Wir schalten mal die Tiefenschärfe aus. Die brauchen wir momentan nicht. Okay. So, haben wir einen Poststand? Poststand. Stellen wir uns mal drauf. Zack. Das Ding ausschalten hier, das AO. So, wo wollen wir das jetzt hinhaben? Wir könnten es natürlich auch hier in den Nacken reinmachen. Dazu wäre denn das aber nicht die richtige Vorlage. Wir können es auch hier in den Ausschnitt reinsetzen. Oder ja, wir könnten es auch ins Gesicht reinmalen. Also wir können es eigentlich überall hinmalen. Ne, ich glaube, auf den Füßen, das geht nicht. Also, zumindest bei einem normalen. Doch. Doch, das geht doch. Aber das wäre dann auf beiden Füßen. Genau, weil es ist nämlich folgendermaßen, wenn jetzt, wenn wir jetzt das Template für die Füße nehmen würden, das wäre immer sowohl links, rechts. Also man kann nicht zwischen links und rechts dort unterscheiden. Doch, kann man doch, oder? Kann man das inzwischen? Konnte man das schon immer? Ich erzähle jetzt wahrscheinlich schon wieder Quatsch. Und bevor ich Quatsch erzähle, gehen wir mal da kurz rein. Bottom. Ne, doch, man kann doch für jedes Bein. Natürlich, für jedes Bein. Also man kann hier für das linke und rechte Bein machen. Das ist vorne, das ist hinten. Aber nur für einen Fuß kann man das machen. Also wenn man das auf einen Fuß drauf setzt, dann ist das auf beiden Füßen. Dann machen wir doch das auf dem Kopf. Wo ist denn der Hals? Hier ist der Hals. Okay. Wir könnten es auch hier schön in den Hals reinsetzen. Aber nee, für den Anfang erstmal nicht so schwer. Ich würde sagen, wir setzen das hier in den Ausschnitt rein. Wir versuchen das mal hier irgendwo zu platzieren. Und wir haben ja, hier geht das ja los, dass das hier vielleicht irgendwo sitzt und dann hier so da so landet, eventuell. Na, wir schauen mal. Wir werden es ja sehen. Zack. Dazu nehmen wir jetzt das gute Ding und machen das ein bisschen kleiner, unser Motiv. Zoomen ein bisschen daran. So, hier sehen wir die Brüste quasi, also das Template, die Brusttemplate, Implantate, nee, nicht Implantate. Und zwar ist hier genau der Punkt der einen Brust, hier der andere Punkt, so zur Orientierung. So, das wäre jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu groß. Ich denke, weil es soll ja auf jeden Fall dezent sein. Wir könnten es auch auf den Innenarm machen. Und wenn wir es halt auf dem Arm machen, genau, für den Arm wäre halt auch, können wir es nur für einen Arm machen, weil das ist hier quasi der von oben so der Arm. Also hier ist der Handrücken und hier ist die Handinnenseite. Und das ist dann auch auf beiden zu sehen. Da kann man nicht unterscheiden. Genau, so war das. So, dann gehen wir da mal dran. Ich denke, das ist eine vernünftige Größe. Und dann könnten wir es aber noch ein bisschen. Oder ist es immer noch zu groß? Na, es könnte auch noch zu groß sein. Wir schauen, wir probieren es einfach mal. Und dann setzen wir es mal genau. Wir setzen es einfach mal genau hier hin. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, und das Ganze sieht dann quasi so aus. Wir müssen nämlich, bevor wir das exportieren,
müssen wir das, na, müssen wir die Ebene hier ausblenden, weil sonst sieht das ein bisschen doof aus und unser Avatar hat dann da ein hübsches Gitternetz drauf. Ja, so einfach kann man Tattoos erstellen. Geil, oder? So, das Ganze müssen wir jetzt noch speichern. Ich speichere es mal auf dem Desktop als PNG-Datei. Und dann sagen wir mal, was sind das? Papierflieger. Papierflieger. Und müssen natürlich darauf achten, dass, dass wir das auch als, dass wir, na, jetzt mir fehlt das Wort, dass wir die Alpha, die Transparenz mitspeichern. Und zwar folgendes. Wie war denn das? Also wir haben jetzt ja das PNG und da gibt es ja noch TGA. Ich weiß nicht, ob da qualitativ jetzt ein Unterschied ist. Wir probieren das mal aus, aber dazu muss ich erstmal kurz schauen. Weil folgendes, wenn ihr nämlich das PNG, wir haben ja jetzt das als PNG gespeichert, das ist ja auch alles richtig so. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Papierflieger. Ah, da ist noch was Weißes. Das müssen wir nochmal weglöschen. Gut, dass wir da reingeguckt haben. Einmal ranzoomen, einmal das Ding auswählen, entfernen und dann ist alles schick. Das Ganze jetzt nochmal speichern als PNG, PNG, wo bist du, wo bist du? Hier. Und dann Papierflieger speichern. Ja, möchten wir. Okay, das lassen wir alles so, wie es ist. Weiß ich selber nicht so genau, was es ist. Und dann, genau, wollen wir das jetzt nochmal als TGA speichern. Als TGA brauchen wir hier halt nochmal die das Alpha-Layer dazu. Dazu müssen wir mal die Auswahl laden. So, dann müssen wir hier, müssen wir jetzt einen neuen Kanal generieren. Das war das, oder? War das das? Ja, aber ich habe jetzt das falsch gemacht. Und zwar müssen wir jetzt das nämlich entfernen drücken. Soweit ich informiert bin. Oder? Ist das so? Alter, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr davon. Auswahl laden. Okay. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich brauche dringend eine neue Maus. Das ist echt scheiße immer, dass er hier doppelt klickt und dass er wirklich macht, was er will. Komm, ach, wir lassen das. Wir lassen das jetzt als PNG, sonst wurschteln wir uns dazu sehr rein. Wir gehen dann hier hochladen, ein Bild, ganz normal. Wir laden das ganz normal als Bild hoch, Desktop. Dann navigieren wir natürlich dahin, wo wir es haben, öffnen. Und jetzt sehen wir das hier, zack, genau, und hochladen. So, dann können wir erstmal wieder aufstehen auf so einen Posestand und müssen in unser Aussehen bearbeiten Modus rein. Outfit bearbeiten. Dann öffnen wir schon mal unsere Textur. So, die ist schon fertig geladen. Ah, wir hätten die auch 512 mal 512 hätte auf jeden Fall gereicht. Wir hätten jetzt nicht eine 1024er Textur draufknallen müssen. Weil das lädt dann schneller. Und so genau muss man das ja nicht sehen, so detailreich. Weil hier ist es ja auch so mit den Tattoos. Wenn ihr euch mal die jetzt genau anguckt, sind die ja schon ein bisschen verpixelt. Ich ziehe das hier mal aus. Ah ne, ich ziehe das erstmal nicht aus. Wir lassen es erstmal an. So, dann müssen wir nämlich ein neues Kleidungsstück erstellen. Dazu gehen wir mal hier in unseren in unsere Kleidungsabteil, in unser Kleiderschrank und machen mal Rechtsklick, ein neues Kleiderteil und eine neue Tätowierung. Das wählen wir aus. Zack. Und nennen das Papierflieger. So, und das ziehen wir jetzt an, aber sagen halt hinzufügen. Wenn wir jetzt sagen nur anziehen, dann wird das vorige ersetzt. Ja? Also wir können mit hinzufügen, können wir mehrere Layers übereinander anziehen mit unserem Avatar.
Und wenn wir hinzufügen machen, dann wird es durch das andere ersetzt, was vorher genau an dieser Stelle dann dran ist. So, jetzt sehen wir dann hier unseren Papierflieger. Und den müssen wir jetzt natürlich hier bearbeiten. Und da sagen wir jetzt oberes Tattoo, weil das ist ja, wir haben ja das fürs obere Teil gemacht. Gehen wieder in unseren in unser. Achso, wir müssen unter Textur reingehen. Zack. Und sagen hier Papierflieger. Und bei mir klickt er wieder doppelt und dreifach. Und sagen okay. Und sagen speichern. Nö, sagen nur speichern. Und es sieht dann total hässlich aus. Hier seht ihr das. Dort. Er lädt gerade. Wir setzen mal die Grafik ein bisschen runter. Da seht ihr jetzt unseren Papierflieger, wie doof der aussieht. Den müssen wir nochmal überarbeiten. Das machen wir jetzt mal. Huch. Wir nehmen mal hier. Ey, das ist echt. Ich muss mir. Also nächste Woche auf meiner To-Do-Liste steht neue Maus kaufen. So, das ist noch ein bisschen zu weiß. Deswegen machen wir hier alles dunkel. So. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Speichern. PNG. Und Papierflieger. Speichern. Ersetzen. Ja. Und wir laden das jetzt nochmal neu hoch. Hochladen. Bild. Huch. Öffnen. Hochladen. So, da ist jetzt der neue Papierflieger. Jetzt gehen wir nochmal wieder in den Aussehen-Modus. Outfit bearbeiten. Zack. Zack. Ah, ne, wir könnten doch auch einfach hier, oder? Okay, hätten wir uns sparen können, aber mich interessiert trotzdem, wie das jetzt aussieht, wenn wir das hier reinziehen. Ja, das ist jetzt auch dunkler. Okay. Und wir können es hier auch mal runterziehen. Also wir hätten das Tattoo auch weiß machen können. Dann hätten wir das so, wie wir es beim Dings gemacht haben. Beim Dingsbums. Beim Wandtattoo. Genau. Da haben wir das ja auch weiß gemacht, damit man das individuell einfärben kann. So, warum sieht das jetzt hier so doof aus? Oder müssen wir erstmal neu speichern? So. So, und dann klicken wir hier und ziehen es nochmal schwarz runter und speichern. Und zurück. So, jetzt hat er das übernommen. Und das war dann auch schon. Also das Tattoo ist noch ein bisschen groß. Das sollten wir noch mal ein bisschen kleiner machen. Das machen wir gerade noch mal. Wir könnten es auch noch ein bisschen runterziehen. Und bearbeiten. Kleiner. Dann ziehen wir es nochmal ein bisschen rüber. Wir können es nochmal ein bisschen schräger machen. So, dass er nach oben wegfliegt. Speichern. Einmal überschreiben. Ja, ersetzen. Und nochmal wieder neu hochladen. Wo ist das jetzt?
Dann wieder Ausfit bearbeiten. Und dann sehen wir da, dass die neue Textur rein. Dann ziehen wir mal das andere aus. Wenn wir es denn mal finden. Hier. So, und das wäre dann das Grundprinzip davon. Huch. Haben wir keine Schuhe mehr. So, Schuhchen sind wieder an. Und ja, das ist quasi das Grundprinzip, wie das schon alles so funktioniert. Ist jetzt noch ein bisschen pixelig. Wir versuchen das einfach mal nochmal die Bildgröße runter zu skalieren. Das könnte nämlich auch damit schon zusammenhängen, aber das ist auch ein sehr kleines Tattoo und man sieht auch so schon, dass es sehr pixelig ist. Man könnte vielleicht noch was in der Schärfe ändern. Aber das müssen wir selber noch mal rausfinden. Oder alternativ das als TGA noch mal speichern und als TGA draufzulegen. Ich glaube, ich meine, das wäre eine bessere Qualität. Das testen wir dann aber noch mal aus und das soll es dann hier erstmal gewesen sein.